Hallo da draußen und willkommen zu Don't Starve, zum nächsten Part davon. Und ja, wir müssen jetzt halt, wie es im letzten Part ausgegangen ist, ganz, ganz dringend in die Base, den Part, den ich vollkommen überzogen habe, und einfach nach Hause, Yukai nach Hause telefonieren. Und das zwar bitte relativ schnell. Ich habe ein bisschen arg wenig Holz für meinen Geschmack momentan. Und das muss ich jetzt mal schauen, wie ich das alles hinkriege. Also wenn ich diesen Winter überlebe, bin ich so gut ausgerüstet für ein paar Sachen, die danach noch kommen. Also für den Sommer und für den Frühling habe ich dann schon einiges. Mir fehlen noch ein bisschen die Traps, damit ich ein bisschen länger damit überlebe. Wieso ist hier Guano? Achso, weil da ein Sinkhole ist. Jetzt dachte ich mir gerade schon. Das ist ja genau wie Dünger, nur sogar ein bisschen besser, aber da es nur eins ist, nehme ich das jetzt nicht mit, sondern konzentriere mich eher auf Masse statt Klasse momentan. Oh, das ganze Eis kann ich dann auch abbauen, das brauche ich dann für den Winter. Bisschen, einen zweiten Kühlschrank will ich mir jetzt halt auch noch unbedingt bauen für Eis, also einen Kühlschrank, wo nur Eis drin gelagert wird. Da Eis nicht verdirbt im Kühlschrank, Eis hält sich einfach ewig im Kühlschrank und das ist richtig nice. Ha, das Eis ist nice. Habt ihr es verstanden? Weil Eis und nice. Okay. Okay. Der war sowas von schlecht, Dave. Ich habe mich gerade selbst Dave genannt. LOL! Spoiler! Nee, weiß ja schon jeder meinen Namen. LOL! Okay, ich bin geistig gerade vollkommen auf einer anderen Ebene, ganz offensichtlich. Hier haben wir noch ein bisschen Rot. Das können wir jetzt halt mal da reinwerfen, wenn die mich nicht attackieren. Tun sie nicht. Und meine Waffen muss ich auch unbedingt lagern. Ich glaube tatsächlich, dass ich meine Waffen hier früher oder später drin lagern werde. Also in der eigenen Truhe nochmal, damit ich einfach meine ganzen Waffen hier irgendwo habe, dass ich sie schneller erreiche. Und dann, was brauche ich denn? Also, wir benötigen auf alle Fälle noch ein bisschen Holz, denke ich jetzt mal gleich für meinen... Noch eine B-Box wollte ich bauen. Genau, habe ich dafür noch den Comp? Nein, ich habe gar nicht den Comp. Das ist schade. Habe ich ihn? Nein, ich hätte noch ein Bier-Honey-Hive-Dingens zerstören sollen. Das war jetzt schlecht. Aber egal, wir haben dafür genug davon. Ich höre schon wieder das Geräusch von den Händen. Da kommen die Hände. Die muss man einmal bis zum Rand rausdrängen und dann sind sie zum Glück weg. So, wie kann ich mein Inventory denn noch ein bisschen sortieren? Also meine Fischies. Oh, genau, ich muss noch mein... Könntet ihr bitte... Genau, das ist das Geräusch, was ich hören wollte. Ich habe so viel Essen in meinem Chester, dass das jetzt halt alles hier rein muss. Den Korn esse ich jetzt halt einfach mal roh, damit ich die Fischis auch reinhauen kann. Ich hätte ja so gern den Mode Never Perish Icebox, der dafür sorgt, dass Sachen, die wohl in der Icebox sind, gar nicht mehr verderben. Also jetzt halt verderben sie nur noch extrem langsam, aber sie verderben. Aber der Mod wäre halt eigentlich ziemlich OP, deshalb... Widerspricht da irgendwie das Ganze, dass ich Vanilla zocken will und es mir nicht ganz so einfach machen will. Also Boards brauche ich auf alle Fälle jetzt halt noch extrem viele. Das heißt, ich darf jetzt halt gleich echt viel Holz hacken. Habe ich noch Gold? Sau wenig. Habe ich denn noch genug für einen Kühlschrank? Zwei Gold, einmal Stein. Oh, also jetzt muss ich mich echt nochmal um die Basic-Ressourcen kümmern. Vor allem, weil es jetzt halt gleich Winter wird. Das ist so schlecht. Wenigstens ist es gerade sonnig. Aber, ja doch, es beginnt jetzt dann der Winter. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut, gar überhaupt gar nicht gut. Also, lauter Holz dran schaffen hat jetzt mit Abstand die höchste Priorität. Oder vielleicht sogar... Nee, Moment, eigentlich brauche ich erstmal ein bisschen mehr Stein, damit ich mir einen Thermalstone erstellen kann. Mit diesem Thermalstone kann ich dann nämlich doch ein bisschen weiter weg von der Base, also wenigstens mich hier hinten noch aufhalten. Und das ist auch sau wichtig. Hier hätten wir noch ein bisschen Rot. Was ist denn in meinem Chester? Kann ich meinen Chester hier noch ein bisschen wegmachen? Ja, hier haben wir noch einmal Rot dafür. Können das da entnehmen und das wenigstens nochmal anpflanzen. Dann nehmen wir die ganzen Berries, die schon angepflanzt wurden, jetzt halt mal. Oh, es sind wenigstens schon einige. Das ist ganz gut. Und hauen die noch in den Kühlschrank. Okay, die Stacks beginnen. So, wir fangen jetzt halt an, ein bisschen Stein zu holen. Und mit diesem bisschen Stein werdet ihr gleich sehen, was ich damit alles machen werde. Ich werde mir nämlich, beziehungsweise ich kann es ja auch einfach mal sagen. Ich baue mir nämlich dann noch eine Kühlbox momentan, weil ich dafür mehr Slots benötige. Das braucht aber nicht so viel Stein. Dann einen Thermalstone. Und danach hätte ich gern noch ein bisschen Stein, so für die allgemeinen Sachen. Weil Stein brauchst du eigentlich recht häufig. Am besten hätte ich sogar gerne zwei Thermalstones. Die sind ja irgendwo bei Survival. Genau, das braucht man dafür. Also Pickaxe, relativ viele Steine und alles. Und das Gold benötige ich dann auch für das andere Zeug. Oh, ich kann nicht sogar damit feeden. Das ist gut. Das ist sogar richtig nice. Da ich mir so ein bisschen mehr Zeit erkaufe,
Die Zeit werde ich dann nutzen, um die Bienenhäuser später zu bauen. Aber die darf ich jetzt den Winter auch durchfüttern. Aber zum Glück essen die Dinger ja nicht viel. Habe ich schon genug Steine? 15. Nee, man bekommt leider relativ wenige Steine aus dem ganzen Zeug raus. Und Schweinchen helfen dir auch nicht beim Abbauen von Steinchen, nur beim Abbauen von Holz. Schweinehäuser muss ich auch noch bauen. Oh mein Gott, ich brauche so viel Holz, das ist ja abartig. Ich glaube, Tag 21 sammle ich nur Holz. Ich werde mir 3 Schweinchen rekrutieren, indem ich das Monster Meat dafür ausgebe. Und werde dann einfach nur mit meinen ganzen Schweinchen den kompletten Wald abroden. Ich glaube, das ist die beste Idee. Und so bekomme ich dann mein ganzes Holz, das ich benötige, weil ich brauche so viel. Mindestens noch 2 Schweinchenhäuser benötige ich, dann brauche ich noch, wofür brauche ich sonst noch, sonst weiß ich es gar nicht mehr. Schweinchenhäuser, Bee-Boxes, Fischboxes, genau dafür brauche ich das alles noch. Okay, das dürfte jetzt fürs erste Mal wenigstens für die Basics reichen. Oh Gott, das Ding ist schon Tier 3, wie schnell ist das denn Tier 3 geworden, oh Gott. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt ein bisschen arg schnell gegangen. Okay, Step Nummer 1, Kühlschrank bauen. Kühlschrank braucht nur noch einmal Steinchen refinen. Das bedeutet, ich kann das hier kurz wegschmeißen und die Gears kurz in die Hand nehmen. Dann können wir nämlich jetzt hier eine Eisbox bauen und bauen die Eisbox einfach rechts davon. Dann haben wir jetzt das links und rechts eins. Das sieht dann ganz cool aus und fancy und wow. Okay, das überstehende Gold hauen wir dann da rein. Step 2, wir bauen einen Thermalstone. Dafür brauchen wir eine Pickaxe. Und in Survival... Ach, ich darf die nicht equipped haben, die Pickaxe. Das ist ja interessant. Thermalstone. So, und den Thermalstone legen wir jetzt schon mal ans Feuer, da er sich dann gleich ein bisschen aufheizen kann. Und zum Anzünden habe ich davon gerade gar nichts. Bedeutet, wir gehen jetzt dann gleich los. Oh Gott, die Schweinchen sind ja nur saukurz da. Moment, dann sortieren wir noch hier lieber ein bisschen unser Inventory. Hauen das Zeug da rein. Der zweite Kühlschrank war dann... Die muss ich jetzt halt auch unbedingt gleich bauen, weil sonst gehen mir die auch kaputt. Ja, vielleicht mache ich einfach hier schnell... Habe ich eine Schaufel? Ich habe meine Schaufel vorhin weggeschmissen mit der Aussage, eine Schaufel ist nicht so wichtig, ne? Oh, Yukai. Also im letzten Part vorhin. Sammeln wir einfach schnell hier das Holz. Das geht immer am schnellsten, wenn du es ausbuddelst. Musst du nämlich nicht erst alles weghauen. Zack, zack, zack. Wie viel brauche ich denn? Ich glaube, ich brauche tatsächlich 10. Oh Gott. Geben die im Winter dann auch weniger Holz? Nee, die geben wahrscheinlich jetzt im Winter nur kein Saatgut. Das ist der riesige Nachteil an diesen Bäumen, warum ich ab und zu gerne die Ahornbäume eigentlich hier hätte. Die Ahornbäume kannst du auch im Winter wieder anbauen. Die Bäume droppen nur Birchnut-Seeds, droppen nur von den Bäumen, die auch noch hier Saatgut haben. Genau das Zeug meine ich nämlich. Und das ist jetzt eigentlich schlecht, weil ich brauche davon ziemlich viel Holz und ich brauche eigentlich von allem viel. Ich sollte mir vielleicht wirklich noch ein paar Tannenbäume schnell holen. Habe ich die Materialien für 1, 2 Lichter dabei? Oh mein Gott, ich habe gerade kein Gras. Ich darf mich nicht so weit von der Base entfernen, weil sonst sterbe ich einfach, weil ich kein Licht habe. Und das wäre jetzt ein echt trauriger Tod. Gehen wir mal ganz kurz zurück, um ein bisschen Gras noch zu holen. Hä, ich habe doch irgendwo sau viel Gras. Wo ist denn das? In meinem Chester? Ach, Tatsache, in meinem Chester ist das alles. Okay, und damit bauen wir uns jetzt gleich mal 2 Torches und die setzen wir eine da rein. Und die zweite Torch will ich im Inventar behalten, da die dann doch wichtig ist. Das kann sich stacken und das kann dann wieder da drauf. Okay, es wird schon wieder kalt, super toll. Habe ich eine Waffe wenigstens dabei? Ja, ich habe einen Speer dabei, das ist ein Anfang. Oh, ich brauche echt eine wärmere Rüstung, aber ich habe auch noch kein Koala-Pfand gejagt. Ah, ich komme wirklich zu gar nichts heute. So, ein bisschen aufheizen. Dann refinen wir schon mal die Blätter, die wir jetzt halt gerade eben uns geholt haben. Und wie viel brauchen wir jetzt noch da dafür? Wir brauchen noch 2 Holz mehr. Kann ich die jetzt noch schnell sammeln? Ist hier irgendwo Holz in der Nähe? Ja, hier können wir einmal draufhauen. Und dann bin ich eigentlich fast instant wieder in der Base. Das ist okay. Ich glaube, ich renne wirklich gleich nochmal los und pflanze ein paar normale Bäume an. Okay, Holz, Holz, Holz ist immer noch nicht genug, aber ich bin noch nah genug an der Base, dass ich ganz schnell hinkomme. Wenn ich jetzt nochmal mit der Schaufel die ausbuddel, dann habe ich auch genug, beziehungsweise ich habe jetzt sogar schon genug. Buddeln wir trotzdem noch die beiden aus, da ich eh sau viel Holz brauche, wenn ich gleich noch die Schweinchen haben möchte. Essenstechnisch sieht es ganz gut aus. Refine, refine. Nicht Cutstone gerade. Boards, Boards.
Und dann haben wir alles, was wir dafür benötigen. Jetzt müssen wir nur noch die Fischis kurz hier rausnehmen. Die Spider Healing Gland hauen wir auch mal da rein. Und Fischis kurz verwenden und dann mit den Fischis jetzt hier einmal die Fischfarm bauen. Dann haben wir sie jetzt schon mal hier und die Ressourcen sind verbraucht und dann kann ich die jetzt halt einfach einmal bauen, weil ich jetzt die Ressourcen sozusagen habe. Ich werde jetzt halt, auch wenn die Fische schon stale sind, werde ich trotzdem 2-3 Fische essen. Einfach weil meine Stats sich dadurch extrem erhöhen und ich glaube, also weil ich halt Level up bin mit dem Charakter und weil ich glaube, dass gekochter Fisch den Effekt nicht hat. Ne, da den nehme ich leider nicht. Das ist das Problem daran. Aber wahrscheinlich muss ich sogar frischen Fisch essen, damit die Stats hier funktionieren. Birchnut Tree Seeds. Okay, das ganze Fischzeug. Das könnte ich eigentlich vielleicht noch in den Kochtopf hauen. Vielleicht veredle ich es dadurch so krass, dass es dann nochmal was Gutes wird. Ich habe keine Ahnung, ob ich da irgendwas... Ach, einmal Fisch wird auch zu Meatballs. Okay, einfach. Egal, was du reinwirst, das wird zu Meatballs. Ist auch okay. Okay. Sanity geht so weit runter, dass es wirklich langsam ein bisschen tricky wird. Ich sollte mir vielleicht ein Zelt bauen. Habe ich denn die Mats dafür? Straw Roll Tent. 6 Silk, 3 Ropes. Silk dürfte ich doch eigentlich haben. Nee, nicht. Was? Ich habe nur so wenig Silk? Ich dachte echt, ich hätte mehr. Okay, eine Waffe muss ich jetzt auf alle Fälle in Zukunft mitnehmen, damit ich immer im Winter sicher bin. Ich habe auch noch keine Tusk Raider Camps gesehen. Das ist ein bisschen eigenartig. Das ist die Weste. Was brauche ich denn für die Weste, die mich kühlt? Winterhead. Beefalo Wool und Silk. Die wäre eigentlich gar nicht mal schlecht, aber dafür brauche ich auch wieder Beefalo Wool und dafür bräuchte ich eine Schere. Das hätte ich jetzt eigentlich sogar machen können, glaube ich. Ne? Ich habe sogar die Mats für einen Razor. Ich denke nämlich, dass es mit dem auch bei Beefalos geht, aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich crafte mir einfach mal einen. So, und man merkt schon, es geht Richtung Winter, weil sich einfach alles vom Aussehen her so ein klein wenig ändert. Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Oh mein Gott. Stimmt, im Winter kommen ja Pingu... Boah. Oh mein Gott, mein Herz. Wow. Jetzt reißt es mich schon bei Pinguin. Das ist echt ein bisschen peinlich. Okay, dann laufen wir mal hier hin. Hier unten sollten ja irgendwo meine Bienchen sein. Und den Bienchen klaue ich jetzt dann mal nochmal den Honig. Und um das hier aktiv zu halten, bauen wir hier unsere Fischfarm. Aber ich glaube leider, dass die nicht aktiv funktionieren wird im Winter. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, wir dürfen euch jetzt anpflanzen. Nice. Oh, anscheinend Fish like honey. Who knew? Perfekt, anscheinend sammeln die sogar von hier aus. Das ist nämlich jetzt ganz gut. Hier unten darf ich nur leider jetzt nicht das... Oh Gott, lauter Pinguine. Oh, da sind schon... Oh, hier wachsen auch... Also wachsen in Anführungsstrichen Glacier. Das ist eigentlich ganz nice. Gibt es bei Survival irgendwas, was ich aus euch machen kann? Aus den... Oh, Rabbit Earmuffs. Ich muss mir 2 Häschen noch schnell fangen. Das kriege ich vielleicht noch schnell hin. Wo waren denn die Häschen? Die waren hier unten, ne? Oh mein Gott, das war aber weit weg. Dennoch würde ich mir gerne 2 Häschen schnell sammeln. Da ich mir dann das, was wir gerade gesehen haben, so Kopfschützer machen kann. Und die sind echt nice. Also die sind wirklich sinnvoll. Okay. Ganz schnell runter. Ganz schnell runter. Und in dem Winter muss ich mir jetzt auch ganz. Ja, ich weiß, ich sag ganz auf ganz. Viel Eis besorgen. Damit ich im Winter, im Sommer dann genug von diesem Eisflingomatic bauen kann. Damit mir meine ganzen Bases und Co. nicht abbauen. Abreißen, abkaputt gemacht werden, whatever. Oh, da war gerade ein Rabbit. Aber ich gehe gleich runter zur Quelle, wo die ganzen Rabbits sind. Oh, hier sind auch welche. Aber ich habe doch hier unten irgendwo noch meine Fallen platziert. Also ich erinnere mich, dass ich hier unten Fallen hatte und die anscheinend nicht hergenommen habe. Wenn ich jetzt halt irgendwo auf alle Fälle Dingens sehe, Blumen, werde ich die aufheben, weil es ist schon wieder, meine Sanity ist schon wieder so weit unten, dass die ganzen Dinger hier grau erscheinen. Und das gefällt mir auf Dauer gar nicht. So, hier unten müsste jetzt halt gleich irgendwo das ganze Zeug sein, dass ich... Ne, Moment, hier entlang. Müssten die 2 Traps stehen. Für die Traps habe ich nämlich, glaube ich, gerade nicht genug Mats dabei. Ne, ich habe wieder gar kein Gras... Ich habe irgendwie nie Gras in meinem Inventar. Das ist so wichtig, dass du wenigstens ein bisschen Gras im Inventory hast. Und nicht nur im Chester. Ich meine, ich habe ja alles im Chester drin, aber das geht auch nicht auf Dauer. Einfach, dass ich mir spontan immer ein Feuer craften kann, weil das ist wichtig. Okay, schnell. Nein, es wird ja gleich dunkel. Verdammt, dann sind die ja weg. Das ist jetzt schlecht. War hier nicht irgendwo meine Trap?
Da kann ich dich... Oh Gott, könnt ihr da bitte einfach schnell reinlaufen? Da, lauf rein, lauf rein, lauf rein. Ich brauchte... Nein, 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 nein. Nicht in die Base, nicht in die Base. Komm schon, lauf in die Trap. Oh Mann, das ist aber trotzdem nur eins, ne? Shit, 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 shit und nochmal shit. Wisst ihr das? Nicht gut. Also gleich ist es so kalt, dass ich Schaden bekomme. Bedeutet, ich muss mir gleich irgendwo eine Base bauen. Aber ich will was Sinnvolles machen können in der Zeit. Deshalb laufe ich gerade hier nach oben. Und baue hier kurz einfach ein kleines Lagerfeuer. Nur für das, nur als Zwischenlösung. Weil, dann kann ich hier das machen, was ich vorhin gesagt hatte. Und zwar... Oh, ich muss, will den Honig nicht den Bienen geben. Aber irgendwas zum Essen muss ich den Bienen gleich geben. Verdammt. Essen Bienen Saatgut? Yeah, sie essen auch Saatgut, perfekt. Und dann hole ich mir jetzt halt nämlich hier ein bisschen das normale Zeug hier. Das ist gut. Das ist ein guter Anfang jetzt. Okay, das kriege ich alles noch hin. Oh, ich bin zu weit weg vom Feuer. Echt jetzt von denen ein paar Meter? Genau, und das will ich jetzt halt stacken. Moment, kann ich hier noch irgendwas kurz in mein Inventory tun? Ja, die zweite Waffe. Dann kann ich nämlich... da die Pinecorns rausnehmen. Weil die Pinecorns pflanze ich mir dann oben hin, wegen genau dem, was ich vorhin gesagt habe, dass die auch im Winter weiter wachsen. Und ein Häschen muss ich mir trotzdem noch fangen, das ist jetzt wichtig. Da ich unbedingt Häschen benötige, um mir diese Earmuffs herzustellen, dass ich wenigstens am Anfang des Winters ein bisschen einfachere Karten habe. Okay, okay, okay. Bisschen Holz noch, dann habe ich gleich was für die Zukunft. Oh, der Thermalstone, den hätte ich auch mitnehmen sollen. Eieieiei. Ich bin mir echt nicht sicher, was ich in meinem Inventory weglassen kann. Also das Netz zum Beispiel, das ist jetzt ja keine Pflicht, dass das immer da ist. Hey, wenn ich jetzt ja gerade da bin, kann ich gleich noch einmal Bienchen mitnehmen, damit ich das neue Lager von denen bauen kann. Ha, gut, dass ich das Netz dabei habe. Lol, ist es ja doch ab und zu mal richtig praktisch. Sanity-mäßig darf ich mir dann jetzt halt noch ein paar Spinnen töten. Also das ist jetzt halt dann auch wichtig, dass ich die Spinnchen töte bei mir in der Base. Also nicht ausrotte, sondern nur antöte sozusagen. Also ein paar von denen farme und nicht das Netz töten. Und ja, diese Pinecorns, 10 Pinecorns dürften reichen. Dann loote ich da mal nicht noch mehr. Das hätte ich schon lange in die Base hauen sollen. Der Razor, mit dem gehe ich dann kurz auf die Beefalos los, weil es mich interessiert. Also wenn ich dran denke zumindest. Und um das zu überbrücken, dass ich einen Slot mehr habe, kann ich mir hier einen Garland schon mal herstellen. Dann geht meine Sanity wenigstens nicht ganz so schnell runter. Okay, das beides gehört dann noch in die Base, beziehungsweise das gehört eben nicht in die Base. So, dann sammle ich mir jetzt als allererstes dann ein Bienchen, sammle dann meine Trap auf. Das kann ich eigentlich jetzt noch machen. Sammle mir ein Häschen, mach mir die Rabbit Earmuffs. Geh zurück in die Base, hol mir noch ein bisschen... Nein, dazwischen muss ich noch den Raid... Oh Gott, meine To-Dos hören einfach nicht auf. Es ist so viel zu tun in diesem Spiel. Ich glaube, ich darf gar nicht so weit weggehen von der Base. Jetzt dürfte es gleich dunkel werden, oder? Wollt wenigstens noch ein bisschen Gras mitnehmen, wenn ich schon irgendwas Sinnvolles hier machen soll. Na, Gras da reinwerfen bringt einfach nichts. Das trägt so wenig dazu bei, dass das schneller voll wird. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bienen im Winter überhaupt noch rauskommen. Ah, das könnte jetzt halt schlecht werden, aber vielleicht haben wir ja Glück. Huia, heia, huia, heia, huia, heia. Bisschen Feuertanz hier aufhören. Das Feuer bilde ich mir aber ein, dass es ziemlich schnell kleiner wird. Das ist nicht gut. Nein, ich habe das große Feuer gebaut. Ich habe Steine verschwendet, ich Idiot. Andererseits, dann habe ich hier wenigstens so Mini-Basislager. Es sind ja ab und zu gar nicht schlecht, wenn ich ein paar Lager habe. Da ist sau viel Eis. Ich glaube, bei mir in der Base war auch noch da sau viel Eis. Ja, okay, also Eis ist zumindest ein geringeres Problem. Overall habe ich ein gutes Gefühl dabei. Bei dem Winter. Außer es kommt ein Dierklops. Wenn ein Dierklops kommt, dann habe ich keine Ahnung, was ich tue. Dann werde ich einfach sterben. Dierklops ist einer der sogenannten Titanen oder... Wie heißen die Dinger hier? Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Nicht Titanen, vielleicht doch Titanen... Riesigen Viecher, die dich versuchen zu töten. Nicht gut, gar nicht gut. Da ist schon wieder so eine Schattenkreatur. Seht ihr die? Ich weiß gar nicht, sieht man eigentlich meine Maus auf der Aufnahme? Oder sieht man es nur, wenn ich über irgendwas drüber fahre? Da bin ich mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Perfekt vorbereitet. Und wir warten am Feuer, 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 Feuer. Ich glaube, die Aufnahme ist eh schon gleich wieder zu Ende. Da ich die Aufnahme momentan immer in der Hälfte cutte, bin ich mir nie sicher, wie lange die erste Aufnahme dauert und wie lange die zweite dauert.
Aber auf alle Fälle werde ich zumindest noch kurz ein Bienchen fangen und ein Häschen fangen. Auch wenn die Folge dann ein klein bisschen länger dauert. Dafür müsst ihr halt jetzt gerade hier die Nacht aushalten, wo es irgendwie dunkel ist und nichts passiert und ich einfach nur Angst habe, weil meine Sanity runtergeht und das langsam echt tricky wird und alles kacke ist. Ich könnte mein Häschen einfach ermorden. Haha, nee, aber ich will die Rabbit Earmuffs unbedingt. Die armen, armen Viecher dafür. Ach, jetzt weiß ich wieder, wofür meine ganze Spinnenseide kaputt draufgegangen ist für den Top Hat da. Ich wusste doch, dass ich eigentlich irgendwann mal mehr hatte. Okay. Schneller, 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 schneller. Kommt hier, kommt hier, kommt hier, Bienchen. Kommt schon raus. Nein, die Bienchen wollen nicht. Okay, Killerbienchen wollen, aber die normalen Bienchen wollen nicht. Gut. Das ist jetzt echt schade. Dann kann ich mir nur noch ein Häschen sammeln. Schade, ich hätte so gern noch ein einziges Bienchen mehr, aber nö. Wow, droppt da meine Sanity krass an dem Fleck. Das ist ja heftig. Nein, ich will dich nicht ausbuddeln, ich will dich nur einsammeln. Okay, wo ist meine Rabbit Trap? Wieso kommt ihr nicht raus? Ach, die Rabbits warten immer ein bisschen, bis sie rauskommen, ne? Reicht meine Tor. Ach, jetzt muss ich das kurz anzünden, damit es mir nicht zu kalt ist. Kommt schon, Rabbits. Rabbity, Rabbity, Rabbity. Setzen wir schon mal die Trap. Also im Winter kommen auf alle Fälle Rabbits raus. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Hoffe ich. Sonst habe ich gleich echt ein Problem, weil dann habe ich auch das nicht geschafft. Nee, doch, sie kommen raus, weil die haben ja extra diesen Winter-Design-Dingens da bekommen. Sie sollten halt langsam mal rausgehen. Oh Gott, ich muss echt in die Base. Ah, da laufen schon die ersten Häschen raus. Aber der ist gerade noch zu nah an der Base, als dass ich ihn weglocken könnte. Selbst wenn ich da. Oh, doch, 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 es funktioniert. So, ab in die Trap mit dir. In die Trap mit dir. Ah, verdammt, die Trap hier ist ein bisschen blöd gebaut. Und bauen wir die Trap hier hin. Yes. In die Trap, in die Trap, in die Trap, 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 in die Trap, in die Trap. Nein, oben rum. Ah, falsch, 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 falsch. Hier hin und wir haben dich. Yeah, perfekt. Ach, die kann ich gar nicht stacken, egal. Schmeißen wir das kurz raus. Und jetzt müsste ich mir doch diese Earmuffs herstellen. Na, dafür brauche ich meine Science Machine, ist ja toll. Dann hauen wir das da kurz da rein. Das lassen wir hier aufgestellt und zurück in die Base. Damit ich es mir da in der Base gemütlich machen kann. Jetzt habe ich dann zumindest schon mal Ohrenschoner. Und das Ganze sehen wir dann aber im nächsten Part. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bedeutet mir immer noch unglaublich viel, weil mir das Spiel auch so viel Spaß macht. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part. Bis dahin, tschüss und einen schönen Tag euch noch. Tschüss! Abo da lassen. Tschüss!